letzten Tag mit 5. Auto wegfahren. Hey, hey, skip to my loo. Hey, 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 skip to my loo. Hey, hey, skip to my loo. Skip to my loo, my darling. Little red wagon painted blue. Little red wagon painted blue. Little red wagon painted blue. Skip to my loo, darling. Cats in the cream jar. Ooh, cats in the cream jar. Ooh, cats in the cream jar. Oh, skip to my loo, my darling. Alles in Ordnung. Soll ich dir irgendwas mitbringen? Los, Leute. Clara, du kommst zu spät zur Schule. Orangensaft vielleicht. Hat Lady noch Futter? Ich weiß nicht. Na gut, ich mach die Tür zu, Edith. Es ist gefährlich, sie offen zu haben. Unsere Wohnung ist ein Brandbeschleuniger. Du weißt, dass das nicht stimmt. Sie ist voller Schätze. Wenn haufenweise Krimskrams und alte Bücher als Schätze gelten. Oh ja, das tut sie. Avery, du musst heute das Auto wegfahren, ja? Ist gut. Du setzt dich mit Lucas rein, hältst den Platz frei und ich bringe Clara. Ja. Okay. Komm, Süße. Schön aufpassen. Schön aufpassen. Habe ich den letzte Woche nicht leer geräumt? Guck mal da drüben. Siehst du die Bücher? Meinst du, ich kann sie holen, bevor morgen ist, ne? Nein, Avery, bitte. Wir haben keinen Platz mehr dafür. Denk bitte einmal an deine Familie. Na, das tue ich doch immer. Das tue ich doch immer. Los, rein mit dir. Ich würde auch gern Französisch können. Ich habe morgen Geburtstag. Ich werde nämlich 6. Ich gebe eine Party oben bei uns. Wirklich? In eurer Wohnung? An meinem 6. Geburtstag gab es bei uns ein Marionettentheater. Es werden 10 Freunde kommen. An meinem 7. waren wir dann im echten Theater. Erst hat meine Mom gesagt, dass ich nur 6 einladen darf, weil ich nämlich erst 6 werde. Danach gab es Frappés und Frozen-Joghurt in einem Restaurant. Aber dann hat mein Dad zu ihr gesagt, 4 mehr sind doch egal. Dann sind meine Freunde und ich Kutsche gefahren im Central Park in den Sonnenuntergang. Ich krieg den Kuchen mit Reisig und mit lila Glasur. Und es gibt richtig coole Geschenketüten. Stimmt's, Mom? Nicht schon wieder Geschenke. Eliza, du bist wirklich tapfer. Ach ja? Wieso denn? Weil du das alles aushältst. Die Kinder, die Treppen, das Auto, der Hund. Das ist bestimmt anstrengend, nicht wahr? Das heißt also für dich tapfer. Eliza, kannst du mir bitte mal mit dem Gurt helfen? Mom, meine Tasche ist noch oben. Und die brauche ich dringend bis zur Spielstunde. Okay. Eliza, hast du noch den Nachthemd an? Ist es wirklich so weit gekommen, dass ich Eliza K. Welch mich derart blamiere und im Nachthemd vor dem Stadthaus meiner Nachbarin stehe? Mein Mann bringt Clara zur Vorschule und ich habe genau 9 Minuten, um zu schreiben. Wie soll eine Mutter ihre Gedanken und Gefühle in brillante und witzige Worte fassen, wenn sie nur so lächerlich wenig Zeit hat? Ihr Blogbeitrag wurde übermittelt. Die Pion-Identität. Oh, mal wieder 6, Mami. Hör auf zu meckern über Mami. Keiner hat Zeit. Selbst verwirklichen kannst du dich wieder, wenn deine Kinder auf dem College sind. Muss die Seele einer Frau dahin welken und sterben, nur weil sie Mutter geworden ist? Ich will die Wäsche machen und was Ordentliches zu Papier bringen. Intellektuelle Gedanken formulieren und eine tolle Geburtstagsparty für meine Tochter schmeißen. Ist das wirklich zu viel verlangt? Musik.
Morgen wird Clara 6. Bald hat sie die zweistelligen Zahlen erreicht. In 12 Jahren geht sie aufs College. Das erscheint mir wie eine Ewigkeit. Aber eigentlich ist es nur ein Wimpernschlag entfernt. Was ist das denn? Sagen Sie uns Ihre Meinung und werden Sie unsere Mormologin mit Ihrer eigenen Kolumne. Verdienst bis zu $3,000 im Monat. Die Zweitplatzierte bekommt entweder $1,000 oder eine Gratisreise zum diesjährigen Mamapalooza, dem Festival für Mamas, die rocken. Die wollen mich wohl verarschen. Sagen Sie uns einfach in 500 Wörtern, was Muttersein für Sie bedeutet. Meine Güte, klasse. Einsendeschluss ist der 25. Mai Mitternacht. Ist ja perfekt. Oh nein. Gleich kommen wir zu dem Haus, in dem früher Edna St. Vincent Millay gewohnt hat. Aber erstmal halten Sie lieber Ihre Kameras bereit. Hier wohnen Leute. Das ist kein Museum. Mach ein Foto von dir. Die wohnt diesen Häuserblock kennen Sie. Alle von Friends. Aber die Innenaufnahmen wurden natürlich in einem Studio in Los Angeles gedreht. Los, kommt. Beeilt euch. Schnell. Hey, Sheila. Hallo. Hallo. Wie geht's? Habe ich John Crawford Augenbrauen? Ich habe heute Morgen einfach drauf losgemalt, ohne hinzusehen. Sei ehrlich. Alles okay, du siehst heiß aus. Ich und heiß. Ich muss Clara die Tasche bis zur Spielstunde reinbringen, sonst bin ich eine schlechte Mami. Kommst du mit? Klar. Soll ich Clara heute abholen und sie mit zu uns nehmen? Trixie würde sich sehr freuen. Aber Joel hat doch freitags die Kinder. Der ist in Santa Fe. Oh, hat er wieder eine neue vom Töpfer? Ach, keine Ahnung, möglich. Wer es wen juckt's? Ich will das mit dem Wettbewerb unbedingt machen. Das wäre doch toll, endlich wieder sowas wie ein richtiger Job, weißt du? Ist ziemlich lange her. Es ist auf jeden Fall eine Bestätigung, wieder einen Job zu haben. Besonders, wenn er dir mehr einbringt, als dich die Betreuung der Kinder kostet. Und es ist wirklich lange her. Ja. Also willst du dich nicht nur über Bio-Snacks auslassen? Unbedingt. Ich bekomme die Möglichkeit zu beschreiben, was Muttersein eigentlich bedeutet. Keiner sagt die Wahrheit darüber. Das dauernde Nichtschlafen, die Verantwortung, das immerwährende Putzen, keine Lust mehr auf Sex. Und das Lunchbox-Magazin wird weggehen wie nichts. Der erste Beitrag wird heißen, sei dir selber immer treu und vermehr dich nicht. Zu spät. Bevor du welche auf dem Teppich findest. Avery? 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 Die sind ja Wahnsinn, die Bücher. Ehrlich. Avery, hast du nicht was vergessen heute Morgen? Was denn? Weißt du nicht, vielleicht unser 5. Familienmitglied, das mit dem Inkontinenzproblem? Ups, entschuldige. Weißt du, dass du dieses Wort sehr überstrapazierst? Ups, oder entschuldige. Also gut, ich bleibe bei Lucas und du holst Coupon. Oh, nein, nein, das geht nicht. Ich habe eine Redaktionssitzung um 9:30. Ich muss sofort los, sonst komme ich zu spät. Davon hast du mir nie was gesagt? Doch, heute Morgen, als du Claras Haare gemacht hast. Keine Angst, ich bin 1 wieder da. Aber das ist zu spät. Bis dahin hält das Coupon nicht aus. Und jemand muss ihn runtertragen. Du weißt, das schafft er nicht. So. Warst du wenigstens beim Geldautomaten? Elisa, ich bin ein bisschen vergesslich, aber nicht gehirnhaft. So habe ich das nicht... Ja, war ich. Hör mal, es tut mir leid, okay? Ich habe da nur was entdeckt, und zwar im Internet. Eine Art Wettbewerb. Und da, ich will da unbedingt mitmachen. Mal wieder schreiben. Tja, ich werde das wohl irgendwie allein schaffen. Mach's gut. Bis dann. Vergessen. Tut mir leid, ich bringe ihn dir später. Orangensaft? Ich brauche keinen Orangensaft, Liebes. Ich mache deine Tür zu, Edith. Du sollst sie nicht offen lassen. Also los. So, Kleiner. Also, leg los. Wir kommen! Beeilt euch! Oh, oh Gott. Coupon, mach dein Geschäft. Mach dein Geschäft. Auf deinen Hybriden, New Jersey. Fahr nach Hause, Mist Kerl. Oh. Gut gemacht, Coupon. Komm. Wollen Sie das etwa da liegen lassen?
Nein, ich will... Erst muss mein Kind ins Auto, damit ich wegfahren kann. Damit die Straße reinigen kann. Ich mach später weg. Vorher wird aber bestimmt jemand reintreten. Ich rufe bei der Stadtverwaltung an und beschwere mich. Ja, machen Sie das und erzählen Sie mir, ob Sie durchgekommen sind. So, Schätzchen. Sie schnallen Ihr Kind ja nicht mal an. Seien Sie still. Los geht's. Zur Hölle ist der Kerl. Was ist denn hier los? Jeden Dienstag und Freitag kommt die Straßenreinigung, also fahren alle ihre Autos weg auf. Alle bis auf den. Der ist aus Jersey, der bezahlt lieber die Strafe. Das kommt ihm billiger als ein Tiefgaragenplatz. So kann aber die Straßenreinigung nicht an ihm vorbei. Hey, Sie in dem Volvo, los, machen Sie schon, fahren Sie! Ich kann nicht, dann ist mein Parkplatz weg. Fahr weg, los, vorbei, oh Mann! Okay, hey, fahr nicht weiter! Fahr vorbei! Wir können nicht fahren, du dumme Sau! Oh. Ein Arscher! Was macht die Frau denn da? Sie ist verrückt. Sehen Sie, das ist ihre Hundescheiße. Sie hat sie einfach liegen lassen. Oh, sie ist im Kleinen. Haben Sie das eben wirklich gesagt? Ja, Sie haben richtig gehört. Sie sagen so ein Wort zu mir vor meinem Kind? Vor einer Schule? Ihre Mutter muss sehr stolz auf Sie sein. Lassen Sie meine Mutter da raus. Doch, sie muss wirklich sehr stolz sein auf Ihren Sohnemann, der was macht. Oh, der ist Dachdecker. Ihr Sohn ist ein Dachdecker. Halten Sie Ihre Klappe. Haben Sie da Ihr Diplom gemacht an der Dachdecker-Universität? Hören Sie auf, halten Sie Ihre Klappe. Halten Sie schon ein und fahren Sie endlich weg. Entschuldigung, tut mir leid, dass ich Ihren Beruf schlecht gemacht habe. Einer muss den Job ja machen, oder? Richtig. Ich meine, was soll's? Ich muss reden. Ich bin bloß eine Hausfrau, die hier in dieser gottlosen Stadt versucht, zwei Kinder großzuziehen, ohne verrückt zu werden. Schon mal überlegt, in einen Vorort umzuziehen? Als ob man sich das leisten könnte. Ja, das ist auch wieder richtig. Der klettert aus dem Fenster! Ich hör gleich die Polizei! Sie sollten lieber zu Ihrem Kind. Oh! Nein! Lukas! Kann ich endlich weg? Da ist doch kein Parkplatz. Was machst du denn? Du kannst doch nicht einfach rausklettern. Geh bitte wieder rein. Bevor man sollte das Jugendamt anrufen. Hey, lassen Sie die Lady in Ruhe. Sie hat einfach nur einen Scheißtag. Ja, die war's. Lukas, Schätzchen, es tut mir ja so leid, dass ich dich allein gelassen habe. Und Mami tut's auch leid, dass sie geraucht hat und geschrien. Weil Rauchen und Schreien zwei Dinge sind, die man laut Lunchbox Magazine bestimmt nicht tun darf. Tut mir leid. Mami will nur so schnell wie möglich um den Block fahren. Schnell wie ein Blitz. Ein Blitz. Oh, ich verliere meinen Parkplatz. Oh nein. Licht. Licht. Oh nein, 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 nein. Hey! Nein, bitte. Nein, nein. Mist. Bin gleich wieder da. Nein, nein, nein. Entschuldigung, bitte. Ich möchte Sie wirklich ungern stören. Sie können gar nicht schlafen, das weiß ich, weil Sie sich eben erst auf meinen Parkplatz gestellt haben. Das ist nicht Ihr Parkplatz. Aber ich wohne hier. Sie wohnen im West Village und haben nicht meinen Stellplatz? Das ist zu teuer, deshalb stehe ich immer hier, okay? Meine Wohnung ist gleich dort oben. Naja, eigentlich sollte ich sagen, meine Wohnungen. Was, Sie haben mehr als eine Wohnung? Wir haben wirklich uralte Mietverträge für die zwei. Heute Abend ist die Geburtstagsfeier meiner kleinen Tochter und ich muss hier stehen, weil ich die ganzen Sachen im Auto lagern will. Falls die überhaupt noch reinpassen. Mein Mann hat nämlich alles mit seinen alten Büchern vollgemüllt. Er will tatsächlich ein Online-Antiquariat aufziehen, damit wir unsere Lebensqualität erhöhen. Weiß nicht was. Wir wohnen oben und haben keinen Aufzug. Oh. Kommen Sie. Herrje, was für ein wunderschönes Haus das noch ist. Ich werde hier wohnen, bis die Leute, denen es gehört, wiederkommen. Und dann ging der kleine Mann. Oh, wir können. Okay, komm, Schätzchen. Und los. Hopp. Ui. Komm, Süßer. Geschafft. Parken verboten. Dreharbeiten. 25. Mai. Schön, du teilst, Korb.
Courtney, ich bin furchtbar stolz auf dich, weil du so brav mit anderen teilst. Nein, nein, hör auf damit. Das kommt aus China. Hey, Vorsicht. Er ist doch viel kleiner als du. Entschuldigung, bitte, was sagten Sie gerade? Was hat sie zu dir gesagt, Jordan? Entschuldigen Sie bitte, aber Ihr Sohn hat uns am Rutschen gehindert. Und er ist viel größer als mein... Wollen Sie damit sagen, mein Sohn ist dick? Ich sagte groß. Er ist größer, habe ich gesagt. Wagen Sie es ja nicht, ihn nochmal anzusprechen. Es liegt an seinen Drüsen. Nein, Trish, du musst den Ofen auf 190 Grad vorheizen. Ja, und die Stromrechnung musst du noch überweisen. Bitte. Meine Frau. Dann bis später. Mach's gut. Bitte, bitte. Jodie Foster rückt an. Wie bitte? Ich bin mir sicher, das ist Jodie. Sie kommt hierher. Jodie, hierher. Letzte Woche war Sarah Jessica Parker hier. Und dann Julian Moore, Kate Winslet und James Gandolfini. Auf diesem Spielplatz tummeln sich die ganzen Stars. Ich komme extra aus Scarsdale, weil, naja, Sie wissen schon, so ein Foto, das kann ganz schön Kohle bringen. Such euch einen anständigen Job, ihr verfluchten Parasiten. Hier, Süße, deine Jacke. Sollte sich eine Mutter auf dem Spielplatz nicht einfach nur mit ihrem Kind beschäftigen können, statt von verrückten Mamarazzi verfolgt zu werden? Hallo, Eliza. Hi, Lady. Hallo, Bodhi. Aha. Was hat der da für einen Anzug an? Oh, der schützt vor den UV-Strahlen. Ich habe ihn im Internet bestellt. Den gibt's in Australien. Wegen des Ozonlochs. Ich sag's nicht gern, aber er sieht aus wie ein Ku Klux Klan-Mitglied. Oh, aber er filtert 99% der schädlichen Strahlen. Ich kann dir den Link schicken, willst du? Ich habe ihn dir einen Poncho bestellt. Vielleicht wäre das was für Clara. Naja. Oh, tut mir leid. Ich wollte dich auf keinen Fall stören. Nein, nein. Ich nehme an einem Wettbewerb teil. Wirklich? Was für einer denn? Ich muss über das Thema schreiben, was Muttersein für mich bedeutet. Was schreibst du denn da? Vieles. Ich weiß nicht. Vielleicht, dass Muttersein zu tun hat mit Regenbögen und Einhörnern und Sonnenschein und... Naja, mir wird schon was einfallen. Gut. Hey, möchtest du auch davon? Ohne Tierversuche und chemische Zusätze. Nein, danke. Und Wut gelesen? Ein irre beeindruckendes Buch. Ein norwegischer Kinderarzt behauptet, wenn man sich total einfühlt in seine Kinder im Moment ihres Schmerzes, beruhigt es sie ungemein. Es hat Bodhi und mir unheimlich viel gebracht. Ich muss jetzt wirklich weiterschreiben. Natürlich. Geht's uns schon besser? Hast du Schluck auf? Ja. Oh, dann lass uns mal schauen, was wir alles sehen. Da ist ein Streifenhörnchen, glaube ich. Nein, ist nur ein Stofftier. Guck mal da oben. Was bedeutet Muttersein für mich? Ich habe keine Ahnung, was Muttersein für mich bedeutet. Wieso muss ein Kinderwagen heute so viel kosten wie ein Auto? Na ja, kein neues Auto. Windeln kosten auch ein Vermögen. Oh. Was? Ich kann's nicht glauben. Was denn? Sie haben meine scheiß Karre abgeschleppt. So, Mist. Oh. Bitte hinterlasst gerne Nachrichten an mich. Hallo. Avery, wo bist du? Du, die drehen wieder an unserer Straße. Ich flippe gleich aus. Die haben unser Auto abgeschleppt. Ruf mich bitte sofort an. Ich muss jetzt auflegen. Wo ist mein Auto? Hier ist eine Anwohnerin. Ich geb's weiter. Warum haben Sie das getan? Es sind Zettel überall. Das sehen Sie doch. Parken verboten heute. Als ich mein Auto vor einer Stunde geparkt habe, hingen noch keine Zettel hier. Es stand genau da. Ma'am, Sie... Sagen Sie nicht Ma'am zu mir. Ich bin zu alt genug, um Ihre Mutter zu sein, aber ich bin noch lange keine Ma'am. Die Autos wurden in die Barrow Street abgeschleppt. Das liegt im Westen. Bei Filmaufnahmen muss man uns 24 Stunden vorher benachrichtigen. Ich kann Ihnen die Nummer des Bürgerbüros geben. Da können Sie sich kaum beschweren. Das ist sehr hilfreich. Danke. Sie und Ihr Team haben einfach mein Auto abgeschleppt. Und ich muss das schlucken, ja? Ma'am, bitte laufen Sie nicht auf der Straße lang. Wir bauen hier auf. Ist das so fassen, Hester? Ich werde in einen Eimer pissen und den von oben runterschütten. Aus meinem Fenster. Plattert! Recht so. Sind alle Kanäle offen? Check Kanal 2. Ich kann nicht hören. Wie kommt es, dass man automatisch eine Ma'am wird, wenn man über 35 ist und ein Kind im Schlepptau hat? Ma'am sein heißt auch Stützstrumpfhosen, Gehstöcke und lila Dauerwelle. Ich werde Hotpants und Plateausandalen tragen, wenn ich alt bin. Nur um nicht Ma'am genannt zu werden. Avery, geh endlich an dein Telefon, Avery. Bitte, da lassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Erledigungen, Musterverkauf mit Sheila, nach Clara Ausschau halten auf dem Dach, Einkaufen für Party. Mein Schreibstil war
flüssig er war, wie soll ich sagen, elegant. Und jetzt klingt alles, was ich schreibe, irgendwie nach billigen Werbeslogans. Dein Mitteilungsdrang ist zu groß, dein Hirn kommt nicht mehr hinterher. Sheila, ich habe doch keinen Alzheimer, sondern eine Schreibblockade. Avery hat sein Handy verloren, glaube ich. Er hat es sicher mit Absicht gemacht. Avery würde seinen Schwanz verlieren, wenn er nicht festgewachsen wäre. Er hat es verloren oder auf stumm geschaltet. Die sicherste Methode, mich stumm zu schalten. Oh, stumm geschaltet zu werden, habe ich hinter mir gelassen. Ich meine, ich habe sowieso nie was angesprochen von Joels Top-Ten-Liste, der darüber will ich nicht reden Sachen. Etwa, wieso er keinen Überblick über sein Konto hat. Oder Staubsaugen. Oder sich den Namen der Aushilfslehrerin merken. Oder nicht einen einzigen Kommentar zum 11. September beim Essen zulassen. Vielleicht taucht das ja in den Scheidungspapieren auf. Wollte nie über ein traumatisches Ereignis sprechen und das 6 Jahre, nachdem es passiert war. Fehlt nur noch, wieso kannst du es nicht einfach gut sein lassen? Ich weiß wieso. Weil wir Frauen alles reflektieren und ständig über alles nachgrübeln. Ich meine, wir fragen uns immer, ob das alles so sein soll und ob was wäre, wenn... Habe ich Clara heute Morgen gesagt, dass ich sie lieb habe, bevor sie gegangen ist? Falls sie nicht mehr nach Hause kommen sollte? Oh, Lies. Hör doch auf damit. Aber das kann ich nicht. Wie heißt das alte Sprichwort doch? Geht mal alles schief im Leben, musst du Geld ausgeben. Weißt du, was die große Ironie des Ganzen ist? Bei der ersten Schwangerschaft wollte ich nicht mal... Danke. Wollte ich nicht mal, dass Joel mich anfasst. Ja, weil dir alles wehgetan hat. Und weil ich dauernd pinkeln musste. Sei froh, dass du es wenigstens gemerkt hast, was man nämlich nicht tut nach einer Geburt. Ja, und das Gemeine an dieser Schwangerschaft ist, ich will die ganze Zeit Sex. Aber ich habe keinen, der mich vögelt. Sie ist beim Mitleidssex schwanger geworden. Ihr Mann fühlte sich schuldig, nachdem er sie verlassen hatte. Also kam er vorbei, entschuldigte sich und ist über sie rüber. Eine geile Nummer. Sie wurde schwanger und er hat sie wieder verlassen. Schwein. Oh ja. Hey, Leute. Ganz so ja, oder? Ich bin eine 6-Jährige. Ich muss euch was erzählen. Aber dass es ja unter uns bleibt. Also gestern Abend sind die Kinder gegen 9 ins Bett gegangen. Ich bin in die Wanne. War schön, auch wenn ich nur noch Emily Erdbeer-Blubberbartperlen hatte. Und wie ich da so liege. In der Wanne. Ja. Nackt. Was? Was denn? Gut. Also, ich hab... Ihr kennt doch diese aufziehbaren U-Boot-Spielzeuge. Die gehen so. Die vibrieren. Was denn? Die sehen ein bisschen aus wie Dildos. Was? Hui. Es war wunderbar, richtig unglaublich. Hat mich unheimlich entspannt. Dieses kleine Ding hat mich sehr glücklich gemacht. Okay, warte, ja? Der Moment der Wahrheit. Sag's mir ganz ehrlich, wo würde ich das anziehen? Beim Elternabend. Okay. Wie ist das hier? Das sieht aus wie ein Nachthemd, oder? Du könntest damit mal wieder Schwung in dein Eheleben bringen. Also ran. Was ist damit? Das ist hübsch. Zum gemütlich am Schreibtisch sitzen. Gemütlich an meinem Schreibtisch sitzen? Ich versuche nur ehrlich zu sein. Einkaufen hilft dir nicht raus aus deiner Lebenskrise. Ich gehe mal rüber zur Größe XXL. Wieso muss eine so unglaublich attraktive Frau wie meine Freundin Sheila mit einem Badespielzeug ihres Sohnes Sex haben? Oh. Gut, sie ist zwar gerade hochschwanger, aber ich finde es trotzdem irgendwie ungerecht. Ihr Blogbeitrag wurde übermittelt. Muttersein bedeutet, dass man nicht weiß, was als nächstes auf einen zukommt. Muttersein ist ein Tag im Mai oder eine Fahrt im Heißluftballon. Gottes Geschenk an das weibliche Geschlecht. Oder wenn dein Kind seine winzig kleine Hand vertrauensvoll in deine legt, wenn du seine unglaublich weichen Wangen küsst, ihm zuzusehen, wenn es schläft und die Haare an der verschwitzten Stirn kleben, zu hören, was für urkomische Sachen es sagt, wenn es sprechen lernt. Muttersein bedeutet, die ausgefallenen Milchzähne seines Kindes aufzuheben, weil man es nicht ertragen kann, einen Teil von ihm zu verlieren, auch wenn es nur ein kleiner ist. Ah, tut mir leid, ich bin spät dran. Ich musste noch einen Artikel über Albanien redigieren. Tja, und dann musste ich mich noch durch einen Haufen Komparsen mit falschen Schnurrbärten kämpfen, um überhaupt in unser Haus zu kommen. Hast du gesehen, dass unser Auto abgeschleppt wurde? Ja, natürlich. Ich habe versucht, dich anzurufen. Hallo. Hallo. Wirklich? Mhm.
Ja, 8 Anrufe in Abwesenheit. Ich hab's wohl irgendwie auf stumm geschaltet. Und, was wolltest du von mir? Ach, nichts Wichtiges. Du hast wirklich Glück, dass du mit einer Frau verheiratet bist, die für alles eine Lösung hat. Ja, aber das weiß ich doch. Kannst du ihn vielleicht mit rübernehmen? Ich brauche hier noch eine halbe Stunde. Es läuft gerade so gut. Wirklich? Mhm. Klar. Ist das nicht Paul? Ja, das ist Paul. Siehst du ihn? Im roten T-Shirt. Habe ich sie verpasst? Nein. Wo ist sie? Oh, da kommt sie. Genau. Hallo. Hi, Mom. Hallo. Hi, Clara. Clara? Kommt, wir gehen später. Clara. Clara. Heute ist sie den letzten Tag fünf. Avery, lass das. Lucas ist noch hier. Ich habe ihn vor die Teletubbies gesetzt. Der ist für eine Stunde paralysiert. Avery, lass das. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Ich muss weiterschreiben und eine Party organisieren. Gut. Ave, kann ich mir dein Fahrrad leihen? Klar. Oh, und könntest du meinen Entwurf durchlesen? Erklär nochmal, worum es da ging. Ja, also, das ist ein Text übers Muttersein für ein Elternmagazin. Es ist ein Wettbewerb, könnte aber auch ein Job werden. Ist mir jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Es sind nur 500 Wörter. Der erste Versuch. Aber ich finde, ich habe das eigentlich ganz gut gemacht. Kann man so abschicken, habe ich das Gefühl. Ich habe es auf den Tisch gelegt. Gut. Und Avery... Hm? Nichts, nur... Bitte sei ehrlich. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Doch, der kostet $39. Ich will aber den Großen! Der kostet zu viel Geld. Jetzt komm schon. Ich hab gesagt, du sollst die Sachen liegen lassen, Jorge. Schluss damit, es reicht. Komm, Laura. Laura, wo bist du denn hin? Jorge, komm. Laura? Laura, komm wieder zurück. Die Geschenke, Tüte. Ja, Sheila, ich hab den Rucksack. Ich spiel mal wieder den Sherpa. Kinder haben eine Ahnung davon, wie sehr wir für sie leiden. Ganz bestimmt nicht. Hey, vordrängeln ist nicht. Immer hinten anstellen. Ich muss hier raus. 20 Minuten habe ich gewartet, dass mir so ein Trottel Luftballons aufbläst. Hier lässt sich keiner vordrängeln. Ich muss meine Zwillinge in 10 Minuten von der Vorschule abholen. Wer zu spät kommt, zahlt Strafe. Leiser, was ist da los? Der Wahnsinn greift wieder mal um sich. Ich hole schnell meinen Tee. Hi. Ja, hier ist Allison Hopper. Leider werde ich heute Sky und Benjo erst ein klein wenig später abholen können. Es tut mir außerordentlich leid. Also, Sheila, ich weiß nicht, wieso mir das eigentlich so wichtig ist, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Ich spreche doch nur einen verschwindend kleinen Teil der Bevölkerung an. Nicht so verschwindend klein wie der Teil, den du gerade ansprichst. Wo bist du? Kram für die Geschenketypen besorgen. So konsequent stehe ich zu meinen Prinzipien. So konsequent stehe ich zu meinen Prinzipien?
Irgend so ein durchgeknallter Freak belästigt mich. Durchgeknallter Freak? Was ist mit Ihnen los, verdammt nochmal? Sheila, ich rufe dich zurück, okay? Hören Sie, ich habe nicht besonders laut geredet, wenn Sie das meinen, okay? Für mich gehört das einfach zur Etikette. Sie haben dieses Telefonat in meinen persönlichen Freiraum geführt und das verletzt jede Auffassung von Etikette. Ach ja, wirklich? Weitergehen, aufschließen. Wussten Sie, dass 90% der Handybenutzer sich für höflich halten und 85% derselben Benutzer sich durch die Gespräche der anderen gestört fühlen? Tja, da passt doch irgendwas nicht zusammen, oder? Reden wir in 20 Jahren weiter, wenn Sie das eine oder andere über das wahre Leben gelernt haben. Oh, Sie meinen, wenn ich alt bin? Sogar Sie, mein Freund, werden irgendwann 40. Wissen Sie was? Ihr Großstadtmann seid wie eine Fallstudie über liberale Heuchelei. Ihr denkt, die Regeln gelten für andere, aber nie für euch. Ihr brabbelt super wichtige Banalitäten in euer Handy, kauft glutenfreie Snacks und schert euch nicht um euren CO2-Fußabdruck. Ich würde meinen CO2-Fußabdruck gerne in Ihren Arsch schieben. Na los doch, Sie müssen bezahlen. Ist das zu glauben? Arschloch. Danke, schönen Tag noch. Tut mir leid. Mami, Sie hat Arschloch gesagt. Ihr Name? Ist das doch. Hier steht's auf der Bestellung, Clara. Ihr Name ist Clara. Hier sehen Sie Clara, nicht Clara. Unser Beschrifter hat gerade seine Rauchpause, also... Kriegt das sonst niemand hin? Man kratzt einfach nur was ab, das R und A, dann schreibt man's nochmal in der gleichen Glasur und schon ist alles wieder okay. Sowas kann nur der Beschrifter machen. Oh, ich muss doch nach Hause die ganzen Sachen vorbereiten. Dann kommen Sie eben wieder, wir haben auf bis Mitternacht. Ich kann nicht wiederkommen, die Party ist um 5. Sie müssen zugeben, es ist Ihre eigene Schuld. Bei den Namen Sophie oder Ella hätten Sie das Problem nicht. Aber Sie geben mir einen Edna-Namen. Einen was? Sie wissen schon, einen Edna-Namen wie Mabel, Agnes oder Velma. Ja, so heißen lesbische Bibliothekarinnen. Lesen Sie nicht den Kackerhosen-Blog? Letzte Woche, da hat sie über Namen geschrieben. Es war genial. Oh ja, ich habe das schon gelesen. Aber ich finde andere Elternblogs besser. Was ist mit Björn-Identität? Diese Frau ist so... Ich weiß nicht. Ich halte sie für eine Feministin. Oh, was Schlimmeres gibt's ja wohl nicht. Na, egal. Clara ist kein Edna-Name, oder? Lassen Sie mich raten. So hieß auch Ihre Lieblingsgroßmutter. Schluss damit. When my shirt comes in, I'm gonna squeeze it in a bottle, throw it back in the water, send it off to sea. When my shirt comes in, I'm gonna break this holy bottle and christen the ocean to whom it may concern. I've waited all my life. Hier bei Ihnen ein McHendrick in 6C? Ja, das tut er. 6C und 6B. Haben Sie schon geklingelt? Ja. Was? Oh nein, nein. Avery! Was? Klasse. Und wie kriege ich jetzt den ganzen Scheiß nach oben? Ich wollte es in mein Auto tun. Ich nenne es auf meine mobile Metalltasche. Ich hatte es genau da drüben stehen. Aber dann sind die gekommen. Die Invasion der Parkplatzdiebe. Ich muss eine Party für meine Tochter geben. Um 5. Ich weiß nicht, wo mein Mann hin ist und... Er hat die Angewohnheit, immer dann zu verschwinden, wenn ich ihn am dringendsten brauche. Ich kann für ihn unterschreiben, okay? Sie haben viel zu tragen. Sie hauptberuflich Bote? Natürlich nicht. Nein, ich schreibe. Tun wir das nicht alle? Was schreiben Sie? Stücke, könnte man sagen. Sind so eine Art Familiengeschichten und sie spielen in Indien. Cool. Ja, ich wollte einen Job, der meinen Kopf so wenig wie möglich beansprucht, damit er meinen künstlerischen Ambitionen nicht in die Quere kommt, verstehen Sie? Und das funktioniert? Meistens, würde ich sagen. Wie schaffen Sie das jeden Tag? Ich bin völlig geschafft. Ach, Sie Weichei. Meine Tochter ist ein Nikotin-Nazi.
Sie machen viel Anti-Raucher-Propaganda in der Schule. Das ist gut, nehme ich an. Aber ich bin der Meinung, alles schöne Massen. Was man einem Kind nur schwer erklären kann, wissen Sie? Eine Sekunde, ja? Edith? Alles in Ordnung bei dir? Wer ist da? Ich bin's, Eliza. Ich hab deinen Saft. Und Futter für Lady. Edith? Hast du vielleicht Hunger? Nein, Liebes. Welcher Tag ist heute? Es ist Freitag. Der 25. Mai. 25. Mai, Edith. 25. Mai. Okay, Edith. Ich werde dann wieder. Bin nebenan, falls du mich brauchst. Du weißt gleich da. Bye. Wow. Kann man so sagen, ja. Also. Nikesh. Danke, dass Sie das alles für mich raufgeschleppt haben. Ja, das war meine Rettung. Den da gebe ich dann Avery. Danke. Dankeschön. Das war wirklich nett von Ihnen. Sie werden wohl... Tja, Sie haben sicher Durst. Wollen Sie ein Glas Wasser? Ja. Okay. Geben Sie mir das. Oh, sehr freundlich. Also dann... Entschuldigen Sie dieses schreckliche Chaos. Oh nein, ich hab... Der Blick über die Dächer hat so viel Poetisches. Sie sollten sehen, wo ich wohne. Bushwick. Das ist ziemlich trostlos. Und Sie... Sie sind... Wie alt? 22. Bin mit Lucas spazieren, sind halb fünf zurück. Oh, dann kriegen Sie das mit Bushwick schon hin. Wenn Sie erstmal so alt sind wie ich. 44. Wow, Sie sehen fantastisch aus. Eigentlich bin ich nicht ganz 44. Ich hab gelogen. Ich hatte wohl gehofft, dass Sie genau das sagen würden. Der Punkt ist, wenn Sie so alt sind wie ich, verliert der Ausblick an Poesie im Vergleich mit anderen Aspekten so einer Wohnung. Eine Tür dran, eine Tür ab. Will uns ein Künstler damit etwas sagen? Das ist eins von Averys Renovierungsprojekten. Wenn Sie genau hinsehen, finden Sie noch andere Spuren des Künstlers. Wie seine permanent ungeordnete Privatbibliothek. Ihr Mann scheint interessant zu sein. Oh ja, das ist er. Er ist exzentrisch. Und ich habe mich verliebt. In diese Exzentrik, verstehen Sie? Aber dann bekommt man Kinder und versucht, ein sogenanntes Erwachsenenleben zu führen. Dann wird es schwer, solche Dinge in einem normalen Leben unterzubringen. Sie waren also auch Schriftstellerin? Ich meine, das sind doch Sie, oder? Ja, oder eine Version von mir. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie... Sie wachte mit dem Geschmack von Blut im Mund auf. Die Erinnerung an letzte Nacht traf sie mit voller Wucht. Unerbittlich. Und schnell. Wie reißendes Wasser über Steine fließt. Sie hatte die Befürchtung. Ja, das war mein Ding. Diese Art von gefühlsträchtiger Literatur. Dafür habe ich Stipendien bekommen. Ich war so etwas wie ein hoffnungsvoller Nachwuchs. Ich fand Schreiben toll. Auch heute noch. Es ist nur, tja, wenn man erst mal Kinder hat. Ich schreibe ja noch, kann man sagen. Nur über... alltäglichere Dinge, weil, warum sind Sie so nett zu mir? Ich habe Sie mit der Frau nebenan gesehen. Wie Sie ihr den Saft gebracht haben. Einfach so. So ganz selbstlos. Wieso darf ich da nicht auch nett sein? Außerdem sind Sie sehr hübsch. Erzählen Sie mir noch was. Worüber? Schriftstellerin zu sein. Oh, tja, ich habe Plattenkritiken geschrieben. Als ich auf dem College war und nach meinem Abschluss für diese kleinen Stadtzeitungen, von denen es heute kaum noch welche gibt, so habe ich umsonst Platten gekriegt. Vinyl. Ja. Jetzt mache ich mich wirklich alt. Und Evie stand total auf Musik. Er hat mich auf eine Menge Bands gebracht. Manche werden sie kennen und von anderen noch nie was gehört haben. Und welche? Oh, keine Ahnung. Spielen Sie mir doch was vor. Oh, ehrlich? Ja. Okay. Sehen wir mal. Wollen Sie was Großartiges hören? Ja. So,
elementar. Das ist Peilung. Machen Sie lauter. Nein. Der Mieter unter mir hat so ein ekelhaftes Teil. Damit schlägt er immer gegen die Rohre. Was soll's? Hier noch alles fertig machen, bevor mein Mann zurückkommt. Sie waren ein wahrer Lebensretter. Ja? Absolut. Also, ich würde gerne mal was von Ihnen lesen. Haben Sie was Neueres? Nein, leider nicht im Moment. Nein, im Moment, da ist mein Leben extrem realitätsbestimmt. Aber ich habe vor, irgendwann wieder damit anzufangen. Nein, ich meine, ich werde, wie mein Lieblings-College-Professor zu sagen pflegte. Versuchen gibt es nicht. Es gibt nur machen und nicht machen. Also, Mikesh, es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Danke. Was, Sheila? Was ist denn? Was habe ich gemacht? Hast du überhaupt kein Gefühl mehr für bestimmte Grenzen? Ich verstehe nicht, was du meinst. Du hast meinen Namen benutzt. Hast meinen richtigen Namen benutzt. Jeder, der uns kennt, weiß jetzt Bescheid. Worüber Bescheid? Hast du eine Vorstellung davon, wie peinlich das ist? Wo bist du? Ich bin hier. Sheila, warte, ich komme runter. Nein, komm nicht runter, spar dir die Scheißmühe. Fällt dir eigentlich selber so wenig ein, dass du über deine beste Freundin und ihre intimsten und privatesten Erlebnisse schreiben musst? Nur damit du klüger und verständnisvoller dastehst? Ach, je. Sheila, das habe ich nicht gewollt. Ja, aber ist egal, du hast es gemacht, Eliza. Oh Gott, ich dachte, alleinstehende Mütter können das nachempfinden. Och, also bin ich jetzt deine Vorzeigesingle-Mommy? Nein. Andere Mütter auch, verheiratete Mütter. Ich meine, die fühlen mit dir. Och, die können mich auch bemitleiden, ist ja toll. Alle können Mitleid mit mir haben. Ich will nicht, dass alle mit mir Mitleid haben. Ich bin erwachsen und tu, was mir passt. Und übrigens, verheiratete Frauen haben auch nicht besonders viel Sex. Das solltest du wohl am besten wissen. Ich wollte nur... Ich komme runter. Also warte, ja? Nein, komm nicht runter. Ich muss jetzt die Kinder abholen. Nein, Sheila! Sheila? Holst du trotzdem noch Clara, weil... Wenn nicht, muss ich was mit Avery ausmachen. Eliza, natürlich bringe ich Clara nach Hause. Was denkst du? Oh mein Gott. Denkst du, ich bestrafe ein Kind, das gleich Geburtstag feiert, nur weil seine Mutter ein scheiß Klatschmaul ist und nichts für sich behalten kann? Aber Sheila, bitte fäll kein Urteil über mich, okay? Das mache ich schon selber. Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht, ja. Oh ja, das hast du, meine Liebe. Bitte, Eliza. Ton? Banal. Das kannst du besser. Eliza,
Was willst du wirklich sagen? Immer wieder auf, Eliza. Ich bin nicht Eliza. Nein, nein. Ich bin die Frau, die nur banal sein kann. Wovon redest du bitte? Oh, du weißt nicht mal mehr, was du geschrieben hast. Ich verlasse nicht nur die Stadt. Ich werde mich auch von dir scheiden lassen. Die Stadt verlassen? Wo bist du? Bin gerade abgebogen. Ich bin auf... Ich verstehe dich ganz schlecht. Oh Gott. Scheiße. Ich kann dich nicht hören. Der Empfang... Das ist ein Kopf, Avery. Ich will keinen Strafzettel. Wir können uns nicht noch einlassen. Ich weiß. Hör zu, Eliza. Du kannst nicht einfach so wegfahren. Zu spät. Warum bringst du dich so auf? Du hast gesagt, ich soll ehrlich meine Meinung äußern. Man kann ehrlich sein oder verletzend, Avery. Wobei du den Unterschied nicht zu kennen scheinst. Vielleicht kenne ich ihn selbst nicht. Frag mal Sheila. Ihre Meinung von mir ist nicht viel besser als deine, glaube ich. Was hat Sheila damit zu tun? Ich muss mich jetzt aufs Fahren konzentrieren. Früher wolltest du, dass ich knallhart bin. Was bin du? Du hast das von mir verlangt. Irgendwie hat knallhart seinen Reiz verloren. Wenn ich rumrennen muss und die ganze Stadt was gegen mich zu haben scheint. Du bist ja auch nicht immer sehr liebenswürdig. Der Punkt ist, dass ich etwas schreiben musste. Etwas, das mir wichtig ist und dir vielleicht nicht. Und warum warst du dann einkaufen mit deinen Freundinnen? Weil heute letzter Tag vom Musterverkauf war. Ein 380-Dollar Kleid für 40 Dollar. Deshalb, Avery. Vielleicht trage ich in Zukunft nur noch Mom-Jeans. Was sind nun wieder Mom-Jeans? Es würde dir sowieso nicht auffallen. Eins hat der 11. September Gutes gebracht. Ausgezeichneter Handyempfang in den Tunnels. Eliza? Jetzt hör auf damit, okay? Und hör mir zu. Das ist nicht lustig, wirklich. Was wird Clara sagen, wenn sie nach Hause kommt und du bist nicht da? Was macht dir das schon aus? Sie hat ihre Geschenketüten mit dem Plastikscheiß, von dem ich weiß, dass ich ihn nicht kaufen soll. Sie hat ihren Kuchen mit dem falschen Namen, den ich selbst ausgebessert habe. Sie hat ihre tollen lila Becher und Plastikgabeln. Wozu braucht sie mich? Ist das dein Ernst? Das ist nicht nur mein Ernst. Ich bin auch in Jersey. Du bist in... Sekunde, warte. Was? Was ist? Er scheint irgendwas verschluckt zu haben. Hey. Avery, was hat er verschluckt? Sieht aus, als würde er keine Luft kriegen. Steck ihm nicht den Finger in den Hals, dann schiebst du es nur noch tiefer rein. Ja gut, was soll ich machen? Wir sind doch in dem Kurs gewesen, weißt du nicht mehr? Nein, weiß ich nicht mehr. Was soll du ich... Du musst ganz ruhig bleiben. Avery, bitte, du musst ihn übers Knie legen. Krieg ihn nicht aus dem Buggy raus. Übers Knie legen und dreimal auf den Rücken klopfen. Was soll ich jetzt machen? Ich hab ihn raus. Du musst ihm auf den Rücken schlagen, dreimal. Okay, warte. Na los, komm. Schmuck Avery, es aus, Lucas. Avery, ich hör dich nicht mehr. Na komm schon, Lucas. Schmuck es aus, schmuck es aus. Avery, Scheiße! Oh, Lucas! Lucas, ich komme! Oh Gott! Lucas, ich komme! Alles in Ordnung, ist rausgekommen, alles okay, es war nur ein Lutscher. Entwarnung! Was hast du dir nur dabei gedacht? Du weißt doch, dass ein Kleinkind an sowas ersticken kann. Jetzt keine Vorwürfe, Eliza. Ich könnte genauso gut dir Vorwürfe machen. Wirklich? Weswegen? Wegen all der idiotischen Laufereien, weil ich diesen Müttern im Park zuhöre, die in Behandlung gehören?
Während du arbeiten darfst mit richtigen Erwachsenen und normale Erwachsenengespräche führst. Ach ja, dass mich Morris zusammenscheißt, weil ich schon wieder früher gehen muss, wegen Lukas? Meinst du diese Art von normalen Erwachsenengesprächen? Heute ist ein Umschlag für dich gekommen, fällt mir ein. So ein Bote hat ihn gebracht. Oh ja, genau. Er hat mir geholfen, meine Tüten hochzutragen und ich habe ihn kurz mit reingelassen. Du hast was? Er ist mit rein und hat Luftballons aufgeblasen. Du lädst einen Boten einfach so in unsere Wohnung ein und lässt ihn den Geburtstag unserer Tochter mit vorbereiten? Sein Name war Mikesh und er war einfach nur nett. Er hat mich angesehen, als wäre ich jemand, der noch ein paar interessante Dinge zu sagen hat. Ich rede dauernd davon, was für interessante Dinge du zu sagen hast. Da musst du das erst von einem Fremden hören. Hat wohl gut ausgesehen, hm? Er sah mich an, als wäre ich jemand, der es noch wert ist, angesehen zu werden. Hast du etwa irgendwann daran gezweifelt, dass es nicht so ist? Hast du ihn attraktiv gefunden? War's so? Es ist nur, du siehst mich schon ziemlich lange nicht mehr so an, Avery. Siehst du mich so an? Nein, nicht wirklich, nicht genug. Aber ich liebe dich noch, Avery. Ich liebe dich wirklich, aber... Aber was? Es ist nur so. Jeder Tag, zwischen der Sekunde des Aufwachens und der Sekunde, in der ich todmüde einschlafe, besteht der Tag wie der Tag jeder Mutter, die ich kenne, immer wieder aus einem Ablauf feststehender, spezifischer Tätigkeiten. Und das sind Tätigkeiten, die Leidenschaft in gewisser Weise abnutzen, wenn du verstehst. Das sind kleine, unbedeutende Dinge, wie neuen Kaffee einschenken oder Unterwäsche zusammenlegen. Aber es sind so viele und sie nehmen dir die Kraft, sich auf etwas anderes als auf diesen sich ständig wiederholenden Ablauf zu konzentrieren. Auf wichtigere Dinge wie neue Ideen oder Politik oder Träume von einem besseren Leben. Wie sähe ein besseres Leben aus? Es ist auch nicht mein Traum gewesen, Tutor zu sein von einer Gruppe von einfältigen Absolventen der freien Künste und das zu kommentieren, was sie über Reiseziele schreiben, die wir uns niemals leisten könnten. Als Clara kam, kriegte ich diesen Job in der Öffentlichkeitsarbeit, da konnte ich etwas flexibler sein. Das war unsere Entscheidung, es war eine gemeinsame Entscheidung. Ich habe jetzt einen Job, den ich tolerieren kann. Nicht mehr und nicht weniger. Du bist nicht die Einzige, die Opfer gebracht hat, Eliza. Das erklärt noch lange nicht, warum du deine Socken immer rumliegen lässt. Was haben denn meine Socken damit zu tun? Es hat alles mit deinen Socken zu tun. Eliza, es ging mir nur darum, dass du in dem Text nicht versuchst, dich hinter Ironie zu verstecken. Weil dir das so leicht fällt, wie du weißt. Ich will wissen, was du wirklich denkst. Ich will wissen, was du wirklich fühlst. Und da frage ich dich, warum willst du unbedingt ein leidenschaftliches Leben führen? Ganz egal, wie viele Socken du aufheben musst. Was meinst du dazu? Was wir ja nicht sind, es führt uns nur... Los, Coupon, raus mit dir! Muss Coupon hier draußen sein? Nein, aber Bodhi ist über ihn gefallen. Oh, ist das Bodhi, der da weint? Ja, richtig. Hockt Lilly vor ihm und weint auch? Sieht fast so aus. Ist Sheila wieder da? Noch nicht. Mach dir keine Sorgen. Tja, du hattest recht. Nicht zu glauben. Und womit? Mit dem hier. Aber ich glaube, ich hab's jetzt raus. Es dauert nur noch ein bisschen, ein paar Minuten, dann bin ich fertig. Da drin, da habe ich alles unter Kontrolle.
müssen 6 Kerzen drauf sein und eine mit einer 6 drauf. Okay. Komm her. Was schreibst du da? Ach. Nur so ein Artikel. Der muss bis Mitternacht fertig sein. Ist ganz schön wichtig. Dann kriegt Mami vielleicht einen richtigen Job. Aber du sollst keinen richtigen Job haben. Wieso nicht? Es ist gut, wenn Mamis arbeiten. Dann freuen sich Mamis. Dann sind sie niemals böse, gemeine, schreiende Mamis. Was ist mit Daddys? Sollen Daddys nicht auch arbeiten? Wieso Mamis und nicht Daddys? Hm? Erklär's mir. Weil Mamis alles können. Daddys können nur manche Sachen. Das ist verschieden. Oh, hi, Lady. Du, Mom, zu meinem 7. Geburtstag kriege ich deine Katze. Mom, kriege ich eine? Lady, wo bist du? Mom. Abwarten. Und versprechen kann ich nichts. Okay? Nicht gucken. Hier kommt er. Lass reinlassen. Hoffentlich geht keiner aus. Ich würde das wundern total. Happy Birthday to you. Cha, cha, cha. Happy Birthday to you. Cha, cha, cha. Happy Birthday, liebe Clara. Cha, cha, cha. Happy Birthday to you. Cha, cha, cha. Du bist nicht 1, du bist nicht 2, du bist nicht 3, du bist nicht 4, du bist nicht 5. Nein, genau 6. Du bist 6. Gefeiert hat. Na, ich kann dir sagen, da haben alle noch Gin getrunken und Joints geraucht und getanzt und geredet bis zum Morgengrauen. Wir haben auch viel diskutiert. Das waren sehr politische Leute, die sehr ernsthaft ihre verschiedenen Ansichten vertraten, musst du wissen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sich irgendwann zu beschweren. Clara! Hey, wieder auf! Und Leute, jetzt drückt ihr Hüft! Hüft auf, was ihr könnt! Hüft auf und ab! Wink, wink, wink! Kommt, wir legen richtig los! Ja! Deine Party ist ein voller Erfolg. Tja, bis eins von den Kindern blutet, scheint das so zu sein. Sheila, ich dachte... Tut mir so wahnsinnig leid, dass ich dich verletzt habe. Hör mal, ich kann mich erinnern, dass ich ganz klar gesagt habe, die Sache wird unter uns bleiben. Und damit meinte ich, dass du das nicht zu deinen Gunsten ausschlachtest. Doch wie dem auch sei. Wir haben uns versprochen, dem anderen sofort zu sagen, wenn wir sauer sind. Und das habe ich getan. Ist schon gut. Haare im Lipgloss. Ich habe dir nur gesagt, dass ich unheimlich sauer bin, als es tatsächlich so war. Ich weiß... Es war nur... Du hast es so lustig rübergebracht. Da habe ich nicht nachgedacht. Hm. Man sollte immer nachdenken. Was mache ich denn? Meine Hebamme sagt, wenn ich weiter so viel Zucker esse im letzten Drittel, werde ich einen Koloss von 9 Pfund zur Welt bringen. Womöglich 11. Es wäre bestimmt sehr unangenehm, das vaginal herauszupressen. Sag nicht vaginal. Das kann man wirklich nur bewundern, wie du heute alles organisiert hast. Mhm. Ist gut gelaufen, was? Du hast hoffentlich nichts dagegen. Ich weiß, wie du über solche Sachen denkst, aber ich habe Clara den lila iPod-Shuffle gekauft, den sie sich gewünscht hat. Wirklich? Das ist ein ganz schön teures Geschenk für ein 6-jähriges Mädchen. Ich meine, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten, oder? Heute können wir es uns leisten. Da ist noch ein Umschlag von einem Boten gebracht worden, deinem Freund Mikesh. Du hast ihn nicht geöffnet, oder? Er war schließlich für dich. Das ist ein Scheck über $24.000, Avery.
hast du gemacht? Weißt du noch die Bücher, die auf der Straße standen, heute Morgen, als wir los mussten? Und eins davon, das war ein Exemplar von Emersons Essays. Eine Erstausgabe, die, wie du ja weißt, kaum noch existiert. Und diese Erstausgabe war auch noch von ihm signiert, was sie erheblich wertvoller macht. Also ging ich zu Odyssey und hab's verkauft. Aber du liebst Emerson. Du liebst dieses Buch. Wolltest du es nicht behalten? Ja, natürlich wollte ich es behalten. Ich habe den Scheck sogar von einem Boten zustellen lassen. Ich fand, das ist stilvoller. Ich habe gedacht, es ist wahrscheinlich genug, um für Lucas die Vorschule für 2 Jahre zu bezahlen. Und eine Spülmaschine müsste auch noch drin sein. Weil ich möchte, dass du dir etwas Zeit nimmst und schreibst. Deine Mama Warren oder wie du es sonst nennen willst. Und was anderes. Das ist für dich. Weil du... Das bist du. Mutter sein bedeutet, Zeit und Kraft zu investieren, was dich manchmal überfordert. Und manchmal hast du das Gefühl, es könnte dich ganz und gar auffressen. Bleib weiter auf der Suche und halte fest an deinem wahren Ich. Wenn man das verliert, was für eine Mutter kann man dann noch sein? Die Dinge verändern sich ständig. Egal wie sehr wir uns wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Auch wenn du deine Kinder jeden Tag auf einem Foto festhältst, werden sie dennoch jeden Tag älter. Das ist eine Tatsache. Eine Tatsache, die einem das Herz bricht. Aber trotzdem ist es so. Also nutze die Tage und koste sie voll aus. Blick auf deine Kinder, denn sie haben die Begabung, kurze Zeitabschnitte mit größter Intensität zu leben. Und das einzig und allein um dieser Momente willen. Sie können dir helfen, dich daran zu erinnern. Du musst dir nur die Zeit nehmen und es zulassen. Schätze dich glücklich, denn die Chancen stehen gut, dass du es vielleicht wirklich bist. Es regnet. Oh, wow. Lukas, schnell, hol Daddy, hol Daddy. So, Süße. Das ist ganz besonderer Filmregen. Oh. Zu deinem Geburtstag. Oh. Oh, Mann, das ist Kisse. Jemand hat Kisse runtergeschüttet. Gut gemacht, Esther. Wow. Guck mal, die drehen da unten einen Film. Seht ihr's? Ich bin pitschnass.